Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Jurassic Labyrinth. Und das ist mittlerweile schon die 6. Folge, das heißt, wir haben schon über ein Drittel hinter uns gebracht. Das ging wirklich schnell und es hat wirklich mega Spaß gemacht, weil ihr so aktiv mit dabei seid, so viel liked, so viele Kommentare schreibt, so viel positives Feedback von euch. Also vielen, 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 vielen Dank dafür. Und heute ist der Carnotaurus dran und dieser zählt definitiv zu einem der Top-Favoriten hier. Er soll ja einer der schnellsten Theropoden, beziehungsweise sogar der schnellste Theropode sein. Das heißt, er hat hier wirklich mit die besten Chancen hier zu gewinnen. Und ich bin sehr gespannt, wie er sich hier schlagen wird. Und ihr seid sicherlich sehr gespannt, wer der Carnotaurus sein wird. Und das finden wir jetzt gemeinsam heraus. Ich lasse ihn frei. Und dann schauen wir, wer von euch diesen Carnotaurus, der jetzt aus dem Tor kommt, er rennt schon, seht ihr, wie schnell er unterwegs ist, wer ihn hier übernehmen wird. Und zwar ist der Glückliche, der diesen Carnotaurus übernimmt, der Leandro Haag mit dem Kommentar Hashtag Carnotaurus bist der beste YouTuber. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür und herzlichen Glückwunsch. Du übernimmst diesen Carnotaurus. Er darf sich jetzt natürlich noch vollfressen und ausgiebig was trinken. Und dann geht's los für dich. Und ich benenne ihn hier natürlich jetzt nochmal um in deinen Namen. Ja, es muss ja alles seine Richtigkeit haben. Und ja, erstmal vertippt hier natürlich Haag. Und ich bringe euch dann zurück, sobald der Carnotaurus bzw. Leandro Haag dann im Labyrinth, im Eingangsbereich landet und das Ganze hier losgeht. Bis gleich. So, der Carnotaurus befindet sich jetzt hier im Landeanflug. Ich hoffe, er ist bereit für das Labyrinth. Und ich hoffe, er wird hier auf jeden Fall eine gute Zeit für dich hinlegen, lieber Leandro. Wir sehen hier schon, die Nahrungs- und die Wasserleiste ist schon etwas runtergegangen. Das liegt daran, dass natürlich der Flug und die Betäubungszeit auch mit einberechnet wird. Und dabei sinken ja diese beiden Werte auf jeden Fall. Aber das ist ja ein sehr gutes Zeichen für dich, lieber Leandro. Denn wir wissen ja mittlerweile, dass die Dinosaurier schneller ins Ziel möchten, wenn sie hungrig oder durstig sind. Und wir beobachten das Ganze jetzt mal hier im Zeitraffer. Insgesamt hat er ungefähr 3 Minuten im Eingangsbereich verbracht. Und jetzt geht er los, jetzt geht er in das Labyrinth. Die Zeit startet wie immer, wenn er mit dem gesamten Körper das Labyrinth betreten hat. Das heißt, wenn die Schwanzspitze hier über der Startlinie ist, geht die Zeit hier los. Und das ist jetzt der Fall. Wie ihr sehen könnt, geht der Carnotaurus aka Leandros Haag hier direkt in die richtige Richtung auf jeden Fall. Er ist zwar nicht gerade schnell unterwegs, aber falls er dieses Tempo beibehalten kann und falls er nicht stehen bleibt, was er jetzt hier gerade tut in diesem Moment, dann wird das hier wirklich eine gute Zeit werden, aber ihr seht jetzt schon, der Zeitraffer ist jetzt aktiv. Das ist kein gutes Zeichen, weil das heißt eigentlich immer, dass er etwas länger gebraucht hat. Ihr seht ja, er bleibt oft stehen, er guckt sich oft um, aber er geht in die richtige Richtung. Also das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Ist jetzt hier schon 1:20 verstrichen und er hat nicht mal das erste Drittel geschafft. Dreht jetzt hier sogar um, Leute. Er dreht hier um, guckt sich um. Hoffentlich geht er nicht noch weiter zurück, aber er tut es, Leute, er tut es. Er geht hier Richtung Eingang wieder. Das ist ganz und gar nicht gut. Über 2 Minuten sind jetzt hier schon verstrichen und er ist jetzt wieder genau bei der Startlinie. Also es geht sozusagen jetzt von vorne wieder los. Er geht zwar jetzt wieder in die richtige Richtung, aber er hat jetzt schon 3 Minuten hier auf der Uhr. Also er wird auf jeden Fall nicht mehr Platz 1 hier, denke ich. Aber er schafft jetzt hier das erste Drittel erstaunlich schnell, dafür, dass er jetzt am Anfang so verwirrt rumgelaufen ist. Ich hoffe, er macht das jetzt schnell, damit du hier noch eine einigermaßen gute Zeit bekommst und noch hier eine Chance auf den Gewinn hast, lieber Leandro. Aber du siehst schon hier, er läuft hier wieder in eine Sackgasse. Schaut sich hier um, trödelt wirklich rum. Das ist hier gerade ohne Zeitraffer oder sowas. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. Und ihr seht jetzt hier, jetzt legt er hier auf einmal einen Sprint hin. Als wenn ein Schalter umgelegt hat in seinem Kopf und er sprintet los. Und er sprintet hier weiter, Leute. Guckt euch das an. Also er ist wirklich jetzt mit einem Affenzahn unterwegs in die richtige Richtung, ohne Fehler zu machen. Läuft hier wirklich bis zur oberen rechten Ecke sogar durch. Bleibt jetzt hier nochmal stehen. Aber setzt jetzt hier nach einer kurzen Pause wieder den Sprint auf jeden Fall Richtung Ausgang fort. Er ist hier echt mit einem Affenzahn unterwegs. Hätte er das von Anfang an gemacht, hätte das hier wirklich locker die Siegzeit werden können. Er bleibt jetzt hier nochmal stehen, schaut jetzt Richtung Ausgang und rennt er jetzt hier über die Ziellinie, ohne stehen zu bleiben. Ja, das tut er. Die Zeit stoppt. Bei sage und schreibe 4 Minuten, 26 Sekunden und 0,7 Hundertstel. Also so eine Topzeit hätte ich wirklich nicht erwartet nach so einem verkorksten Start. Also wirklich Respekt an den Carnotaurus.
Aber hätte er es von Anfang an so gemacht, dann wäre das hier wirklich mit Sicherheit die Siegzeit geworden. Also mit dem Tempo, wie er dann ab der Hälfte des Labyrinths ungefähr losgelegt hat, hätte er das ganze Labyrinth durchgezogen, dann wäre das hier mit Sicherheit die beste Zeit gewesen, die auch wahrscheinlich unschlagbar gewesen wäre. Aber nun ja, also Leandro, du hast auf jeden Fall trotzdem eine annehmbare Zeit, denke ich. Ich weiß gar nicht, welcher Platz es ist, das wirst du gleich sehen, wenn wir das Ganze in die Tabelle am Ende einordnen. Und Leute, da es heute keine Verlosung gibt für einen neuen Dinosaurier, weil ich habe ja schon beim letzten Video 2 Stück ausgelost, das heißt beim nächsten Mal tritt der Ankylosaurus an. Und wenn ihr das Ganze jetzt heute gesehen habt, dann ist das Ganze für den Ankylosaurus auch schon aufgenommen und wird dann wahrscheinlich in der Mitte der Woche oder irgendwann im Laufe der Woche erscheinen für euch. Und also ihr habt nicht mehr die Chance, der Ankylosaurus zu werden. Ihr braucht hier nichts mehr unter das Video schreiben, was das anbelangt. Aber ich würde mich trotzdem sehr freuen darüber, wenn ihr unten in die Kommentare schreiben würdet, wie euch das ganze Projekt gefällt, ob es euch Spaß macht. Gebt mir einfach ein kleines Feedback, und damit ich Bescheid weiß, wie das Ganze bei euch ankommt. Und falls euch das Ganze auch gefallen hat, dann dürft ihr auch gerne ein Like da lassen. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich würde sagen, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut.